so richtig? Ja. Okay. So. Oh, hier wollte ich gar nicht rein. Hier wollen wir rein, Chat. Also genau, hier haben wir jetzt eine Trophäe. Alexi, was geht? Dann gehen wir jetzt rein in den Minicup, I guess. Was haben wir denn hier so? Muss man Barcode, ja. Okay, hier sind nur Little Cup Pokémon. Mein Kopf denkt direkt an Dick da. Hat Schaufler Steinhagel. Ich sag actually strong. Abra hat leider nur Psywelle. Oh, der wäre echt gut. Was hat Nebulak? Donner mega sauber. Bauch mega sauber. Was hat Ponita? Herzlichen Dank für den Follow. Ist Ponita gebannt? Ja, es gibt gar nicht alle Little Cup. Ach du Scheiße, okay. Es hat Vulpix, Blut, Schaufel, Toxin, Isekutekel. Mega sauber. Okay. Warte, Volteball hat. Donnerwelle, Donnerkreideschrei. Kein Explosion. Nebulak auch. Was hat Mushas? Finale Eisstrahl. Ist aber leider nur ein Water-Type. Was hat Seeper? Lubschrei, Eisstrahl. Okay, Seeper geht hart. Karateschlag ist halt hier ein normaler Move, ne? Das ist schon echt hart scheiße. Das ist ein Schnapper. Okay. Das kann Evoli. Boah, Delegato Risikotackle. Klingt schon strong. Mirabla, ich glaube, die sind nie strong. Allerdings. Tarosso hat Knochenkeule Feuersturm auch wild. Das hat Smogon. Donnerblitz, Feuersturm, Smog, Toxin. Der Spezial 46 nur. Krabbi mit der Guillotine. Ich kann Klufensa. Mega sauer. Ah, es gibt Fukano. Oh, mit Feuersturm. Aber leider kein Schaufler. Mauzi ist eigentlich richtig gut. Abgesehen vom Biss, dass wir haben ja dort Schlitzer. Es ist ja einfach unser Mauzi-Moveset. Ich glaube, der ist not bad, oder? Ich glaube, der ist not bad. Psychokinese-Pumluft geht auch hart. Ja klar, Schlaf oder Solarstrahl auch wild. Hey, Bartrag, safe. Pikachu mit Donner. Das kann Habitak. Fliegenspielgetrick. Oh, Fliegen und Risikotackle. Hyperzahn-Schaufler. Auch nicht schlecht, ne? Aber Ding schon geiler. Was hat der Shiggy? Lupstrahl, Toxin. Lumanda hat Feuersturm-Mega-Hieb. Boah, ich glaube, Lumanda finde ich geil mit Feuersturm-Mega-Hieb. Ich glaube, diese Samen können wir auch einpacken. Jetzt hätte ich echt gerne noch einen Electric-Type. Ich überlege halt Pikachu. Weil Pikachus Werte sind ja an und für sich strong. Andere Option wäre Volteball. Der ist halt schnell. Und Magnetilo. Die haben leider alle Donner, ne? Weil du hast 64 Spezial. Du hast 44. Pikachu hat 41. Boah, Magnetilo scheppert schon böse rein, ne? 39 Init. 66 Init. Pikachu hat 61 Init. 61 Init, 41 Spezial. 66 Init und 44 Spezial. Volteball einfach besser als Pikachu, oder?
zumindest offensiv. Pikachu kann halt noch Slam. Mein Itilo ist halt langsam, aber scheppert halt böse rein. Warte, Verteidigung 51. Ja, mein Itilo tankt auch mehr und wir können für Donnerwelle gehen. Ja, Pikachu kriege ich später in der Ruhmeshalle, das stimmt. Okay, wir tryen mal. Wir tryen mal. Da gehen wir ja mit Glumanda durch, oder nicht? Da brauchen wir ja gar nicht drüber talken. Von der Side of Life. Ja, Mann, der macht das schon. Willkommen zum Minicup, einem Pokémon-Turnier für nicht weiterentwickelte Pokémon. Wir sind gespannt, wie sich die süßen Kleinen schlagen werden. Die süßen Kleinen. Die Spiele beginnen. Der meint mich, Chat. Ein heißer Feuersturm! Na, das sieht gar nicht gut aus. Das nenne ich einen Blitz! Glumanda macht am Anfang Schattenboxen, wenn er reinkommt. Der Kampf beginnt actiongeladen. Action! Ich bin auch ein heißer Feuersturm. Ringfrei für Paras. Paras. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Sagen wir, wir hinten ist gut. Oha, sehr gut. Da hat jemand das falsche Pokémon ausgewählt. Wirklich das falsche Pokémon ausgewählt. Der wurde super verbrannt. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Oh, stimmt. Wenn du Ausrufezeichen Sabaton machst, dann kannst du den einfach anpinnen, Niki. Der aktuelle Stand ist... Ja, perfekt. Du bist eine Maschine. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein harter Treffer. Perfekter Treffer. Die Remix hier so geil, ne? Das hat nicht gerade lang gedauert. Die Remix hier sind übel sick. Stormo, was geht? Der Kampf ist vorbei. Ja, das stimmt, Atrix, das stimmt. Sag nicht so. Stormy, sag nicht so. Moolai, dankeschön für den Raid. Was geht, was geht, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Boah, Ding, da geht richtig hart mit Steinhagel und Schaufler. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Was geht, was geht? Skid up. Skid up. Ich hoffe, euer Stream war nice. Was habt ihr schon was habt ihr schon gemacht? Habt ihr Manaphy weiter gehandelt? Ah, ich habe überlegt für Bisasam Glumanda rein, aber jo, Bisasam kann nix. So. So. So, so ein mächtiges Wort und dass er das sagt. So. Finde ich so geil. Hallo Ruffy, was geht? Die Attacke ist fehlgeschlagen. Wenn er jetzt in Taubsi switcht, so eine Krawatte. Okay, wechselt nicht raus. Schaufler. Ja, 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 fühlt man Atrax. Fühlt man zurecht. Wumps. Wir warten auf das nächste Pokémon. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Okay, er hat Zambisa dabei. Wird der Pokémon beeinflussen? Ich würde halt gerne das. Ich hätte vielleicht doch Glumanda mitnehmen sollen. Ich würde echt gerne einen Checkpoint mitnehmen. Wir gehen mal raus zum Mauzi. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei
Ball für Mausi. Egelsamen ist okay. Egelsamen. Egelsamen. Ja, ein Gag. Ja, Egelsamen. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ein schrecklicher Kreideschrei. Seine Verteidigung ist gefallen. Der hat aber auch Bock, ne? Das ist Giftpuder. Das ist Giftpuder. Ja, es funktioniert. Ja. Der Kampf wird immer intensiver. Ein böser Treffer. Okay, es geht nicht ganz. Dann darf ich nur nicht killen. Aber Rankenhieb sollte nicht killen. Er crittet mich. Okay, ist fein. Wow. Ein sehr rasanter. Ja, es funktioniert. Das ist so lustig. Bissig. Bissig. Es ist am Boden. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Pokémon. Ringfrei für Radfrag. Okay. Man, die Tilo schaut echt gute Def. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Der Trainer wechselt das Pokémon. Bisschen Sangria mit Sambisa und die Welt ist wieder schön. Energiefokus, okay. Es pumpt sich auf. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Und für Donner. Routenschlag ist fein. Knack den Routenschlag. Seine Verteidigung ist gefallen. Hitte? Hitte bitte? Direkt vom Olymp. Donner. Schön. Dampfhammer. Nice. Und Continue wurde mitgenommen. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Continue wurde mitgenommen. Direkt vom Olymp. Donner! Let's go. In den ersten 4 Runden müssen wir wirklich die Continues mitnehmen. Okay. Ja, okay. Digda, Lumanda. Gewonnen. Junge, wie cool sieht das Smogon aus? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich glaube, wir nehmen noch Seeper mit. Seeper finde ich eigentlich noch cool. Was zum Nebel? Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Los geht's! I swear on Smog. Ist ja noch Level 15? 25? Ja, passt. Dann sollten wir schneller sein. Irgendwie groß er ist. Es gräbt sich in den Boden. Eine gewaltige Explosion. Tja, das war vorauszusehen. Wow, auf die Bretter. Oh, 7. Der Kampf beginnt. Komm, geht mein Schaufel jetzt auf das nächste Mon. Für Muschas. Charmus. Ist auch shiny. Ja, Muschas ist aber ein bisschen scary. Völlig verschiedenen Elementklassen an. Geplant hat er das, glaube ich. Was ist das? Was ist das? Ach so. Ich glaube, ich weiß, dass was sein Gameplan ist. O7 auch an der Stelle. O7 an der Stelle. Ja, kein Continue. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wir warten auf das nächste Pokémon. Wir können in Seeper gehen.
frei für Sefer. Ein Doppel-K.O. Link frei für Voltoball. Gut. 2 gegen 1 Pokémon. Die Luft vor Spannung. Na, kann ich exploden, aber geht für Ultraschall. Was passiert jetzt? Ja, ein Trap. Ja. In a drop. Was nun? Das hat gesetzt. Boah, der Damage ist crazy. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Okay, das sollten wir haben. Leider kein Continue, aber ist okay. Was geht ab? Es geht ab. Rums. Herr Volto, brasilianischer Stürmer. Was ist das? Was ist das? Das hat geblättert. Es ist das Boden. Ja, ich liebe auch diese Regenbogenfarben bei dem Blubber. BB Solid. Wir haben bisher nur einen Cup geschafft. Aber wir haben Scherenstein Papier zu dir gemacht und das war crazy geil. Das war richtig geil. Okay. Let's go. Farborn kommt als nächstes. Dimitrose. Ich glaube, der hat eine kleine Elektroschwäche. So, spontaner Guess. Meinerseits. Die Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Bye, Crab. Bitte Hitte. Direkt vom Olymp. Donner. Leider daneben. Guillotine. Ich wollte gerade sagen, Kollege Schnürschuh. Vollkommen wirkungslos. Ich wollte gerade sagen. Sehr vorsichtig. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Nein, schon wieder nicht getroffen. Schade. Was ist das? Und auch noch ein Crit. Das war leider echt viel Schaden. Ein sehr rasanter Kampf. Oh, okay. Ein harter Treffer. Das war äußerst effektiv. Immerhin. Jo, Krabi macht so. Ganz schön warm. Die Dampframmelfläche. Welches Pokémon wird nun kämpfen? Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Macholo. 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 Wird der Pokémon-Typ den Kampf Macholo. Was Erik, Junge. So sieht es aus. Dampfhammer. Krank. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Krank. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Mein Itilo ist es, Chad. Ringfrei für Sefer. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Scheiße, Niki. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ja, ein Treffer. Wie kommt denn das? Nice. Genau auf die Schwache. Und noch ein Continue. K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Opfer hat er nicht genannt. Ich finde, Magnetilo sieht übelst geil aus, wie die Schrauben sich die ganze Zeit drehen. Okay, Chat, next round. Pfadfinderin. Spiegel, Artrag, Spiegel.
Okay, Dicta ist sehr strong. Alle haben irgendwie so ein bisschen was, ne? Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die fünfte Runde. Yes, Jesse. Ja, ja, ja. Miau, miau. So. So. Richtig, Donnerblick. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Man, das Mauzi Donnerblitz kann es so geil. Wirklich. Wie wird der Trainer reagieren? Die kann ja, ein Treffer! Sie schenken sich wirklich nichts! Wir gehen für Biss, falls er in Fragosso wechselt. Biffi! Ja, ein Treffer! Wow, auf die Bretter! Welches Pokémon wird nun kämpfen? Wie wird der Trainer reagieren? Trinkfrei für Dragosso! Ich glaube, Blutschwarz ist schon der beste Move, den wir haben. Wir nehmen verschiedene Elementklassen an. Ein kraftvoller Angriff! Oha! Schöner da Crit. Hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ah, er lebt sogar noch. Aber Knochen leben wir. Und er misst sogar. Was ist das? Ach. Ach. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Ein harter okay. Treffer. Rums. Es ist am Boden. Same, solid same. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich echt. Können wir für einen Perfect greeden. Trinkfrei für Fukano. Hab ich Seepferdeback? Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Hab ich. Den ja, sollten wir. Sehr einseitig. Noch nicht Viserion. Ausrufzeichen Prozent. Der Trainer wechselt das Pokémon. Klingfrei für Seepferd. Geht er für Schaufler? Es gräbt sich okay. In den Boden. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Ich bin schneller. Blutstrahl. Weiß ich gar nicht, ob ich das will. Sie verfehlen. Was nun? Ein guter Treffer. Na nix. Der Arena-Fight geht weiter. Trifft Sternschauer, wenn der unter... Ja, ja, trifft Sternschauer, wenn er unter Boden ist? Ich glaube, in der ersten Gen war das so, oder? Perfekter Treffer. Nee. Na gut, juckt. Es hat sich wieder in die Erde. Dann nichts gesagt. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ein Sternschauer. Grüße gehen raus, ja, oder Chat? Trifft nicht. Ihr Arschis. Und das war's. Trifft nicht, oder? Das war's. Der Kampf ist vorbei. Ja, na gut. Also ich dachte nämlich auch, dass das in Gen 1 so war. Okay, nice, let's continue. Ja, sehe ich, Raikok, sehe ich. Kennst du echt Schere nicht, Erik? Scherig. Okay. Ilomagnet. Du, der hat ja einfach mein Team. Drei meiner Monster hat der. Scherig.
Junge, Stormy. Komm, gib, lass aufhören. Xerox, oder? Ja, Schere ist so, ja. Ich gebe mich geschlagen. So, weißt du, ja, ich habe reingeschissen, Schere. Weißt du, das sagt man so. Dankeschön, Niki. Danke, 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 danke. Okay. Wir tryen mal. Boah, ich find's schwer. Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Die erste Attacke. Ein schöner Crit. Start. Killt aber leider nicht ganz. Miss? Nein, der Miss nicht. Wir sind hier im Stadium. Wie wird die Gegner reagieren? Nichts gesagt. Leider daneben. Leider daneben. Nicht wirklich nicht. Kill-Zerschneider muss, oder? Kill-Zerschneider? Ich will meinen Steinhagel nämlich nicht missen. Okay, mit einem Crit auf jeden Fall. Und das war's. Wir warten auf das nächste Pokémon. Ja, ja, ich weiß, Raikux, ich weiß. Da liegt. Frei für dich da. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Komm, wenn der jetzt Schaufler einsetzt, ne? Wir tryen. Ich bin schneller. Warum bin ich schneller? Dreckiger Heuler. Warum bin ich schneller? Dreckiger Heuler. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Schaufler. Schaufler. Oh, das killt. Unglaublich. Schaufler war so broken in der 1. Schaufler war so broken in der 1. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich Pokémon erheblich. Ja, das haben wir im Kasten. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Weil zweites Erdbeben, ja, ich glaube sogar noch geileres Erdbeben. Die unterirdische Attacke dauert an. Was nun? Sie verfehlt. Der brandheiße Kampf reicht für die Zuschauer mit. Und noch ein Continue, ein ja. Das war wirklich ein perfekt. Hat auch 100 Baseball, ja. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Junge, schau ihn dir an. Oh, wild, Niki, wild. Okay, Chat, jetzt kommen wir wieder zum Problem. Es ist wieder die Göre. Gedickter sieht ganz geil aus. Boah, Level 30. Evolus und Butoka. Es gibt leider kein gutes Kampfmon, was man so nehmen kann, weil alle Kampfmoves irgendwie Normal-Type-Moves sind. Okay, ich taste mich erstmal ran, Chat. Ich glaube nicht, dass wir hier instant mit einem Win reinstarten, aber ich taste mich mal ran. Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist unerträglich. Niemand möchte jetzt noch verlieren.
Oh, geil. Geil. Pikachu macht so ein Nein. Pikachu so eine Karen. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Es gräbt sich in den Boden. Oh Gott. Es steigert seine Ausweichkraft. Gönn dich da bitte. Gönn. Bitte. Sie begeben sich in Kampfposition. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an. Wer ist er? Okay, ich nehme den Chip-Damage ja sowas von. Auf Evolus. Was ist das? Evolus Maximus, ein oder wie? Guter Treffer. Alter, oh mein Gott, der hat den ein bisschen krasser getankt als gedacht. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Was spielt die überall Doppelteam drauf? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Die unterirdische Attacke dauert an. Okay. Risiko-Tackle. Risiko-Tackle. Leider daneben. Sie schenken sich wirklich nichts. Was nun? Ja, ein Treffer. Okay. Lebe ich den Risiko-Tackle? Wie kommt denn das? Nicht, oder? Aber dann stirbt ihr doch am Recoil, oder? Oh, krass. Stirbt ihr am Recoil? Welches Pokémon wird nun kämpfen? Wenn du einen Pokémon tötest, bekommst du kein Recoil! Die Befehle wurden erteilt. Das ist crazy. Ringfrei für Bauzi. Es muss jetzt einiges wettmachen. Nun heißt es zwei Pokémon. Das ist crazy. Noch ist nichts entschieden. Rums. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. So. Ein harter Treffer. Boah, Level 30 ist schon crazy. Ein schwerer Treffer. Level 30 ist wirklich crazy. Rums. Oh, ist das Ende? Ich hätte Pikachu schon so gern einen Schaufler reingedrückt. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ringfrei für Pomelo! Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nichts! Finch! Was ist das? Und Crit, schön! Wunderpunkt! Finch! Mega Kick, Miss! Mega Miss! Mega Kick! Ein guter Treffer. Mega Kick to be. Es ist am Boden. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Ringfrei für dieser Saal. Ich überlege, eins zu take. Nun heißt es, ein Pokémon gegen zwei. Und für Solar Beam zu gehen. Der Kampf geht weiter. Wir sollten schneller sein, oder? Ja, ich muss es machen. Wir gehen für Solar Beam. Mega Sauer killt nicht. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Dann nehmen wir den Kill mit. Und je nachdem, wie Pikachu. Okay. Ruht kurz aus. Okay. Es ruht kurz aus. Aber so ein Solar Beam, der scheppert hier. So ein Solar Beam, der scheppert hier, sage ich, wie es ist. Crit wäre geil gewesen. Aber sowas von Shepard, der. Das Problem ist, Megasauger, der schäft jetzt auch noch eine Runde. Dann gehen wir nochmal für Solar Beam. Der schäft ja noch eine Runde. Und da töte ich den. Und diese Samen kann gegen Pikachu gewinnen. Der macht eine Runde schaffen. Ach so, ja, okay. Aber kann nichts drücken, ja gut. Da mache ich kein Auge. So, jetzt die Frage, was machen wir gegen Pikachu? Drücken wir Instant Megasauger? Na, ist gut. Nur ein Pokémon. Das nicht. Drücken wir Instant Megasauger?
Der ist ja schneller. Das letzte Pokémon. Ist es Solar Beam? Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon. Wenn er jetzt für zweimal für Doppelteam geht und ich da mein Solar Beam misse, ist Feierabend, ne? Ich glaube, Egelsam ist der Play, actually. Gut, dass ich nicht für Solar Beam gegangen bin. Oh, es ist paralysiert. Bitte triff, bitte triff, bitte triff. Egelsamen. Ja, Egelsamen. Sieht so witzig aus. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Hat er die jetzt? Ne, okay. Sie begeben sich in Kampfposition. Ist okay, ich gehe für Megasauger. Was nun? Ein schwacher Treffer. Geil. Ich glaube, wir haben das, Chat. Was passiert jetzt? Ich glaube, dieser Samen ist hier ein absoluter Gewinner gerade. Wenigstens irgendwo mal. Scheiß Ompa. Die Befehle wurden erteilt. Was geht ab? Was geht ab? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Es ist vollständig paralysiert. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Karma? Was ist das? Opfer. Was ist das? Wir machen 12 und ich heile 3. Guck mal hier. Was haben wir doch. Ja, ein Treffer. Was ist das? Ein Kämpfer ist noch. Ich noch ein Continue-Chat? Könnte knapp werden, oder? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Geil. First try. Wow, mega sauber. Wow! Ein guter Wow! Und das war's. Nee, wenn alle drei noch leben, Erik. Das war's. Achso, ja, wenn kein Monster. Ich hab Damage gelesen. Wow! Dieser Samen zählt als 3. Cool. Okay, Big. Big, 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 big. Letzte Runde, aber wir haben noch 5 Continues, Chat. Wer ist er? Oh nein, hat der Drachenwut auf Dratini. Mann, als ob die das schon wieder gemacht haben. Gewiss. Natürlich hat er das. Als ob die den Chit schon wieder gemacht haben. Ich fühle mich confident. Es ist soweit, das Finale. In Kürze dürfen wir einen glorreichen neuen Champion feiern. Mhm. Nice und schneller, wichtig. Die erste Attacke. Ja, echt wenig, ne? Doppelkick, wie viel macht der? Doppelkick. Oh mein Gott, der crittet mich. Wow, ja, okay. Was? Was? Der Kampf beginnt actiongeladen. Was für? Sie halten sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für dieser Dame. EV invested live, ob ich glaube auch. Zwei Pokémon gegen 3. Noch ist nichts entschieden. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer. Egelsamen. Ja, ein Treffer. Beide Pokémon sehen entschlossen aus.
Hornbohrer. Das war brutal. Oh, ist das das Ende? Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Sie begeben sich in Kampfposition. Ringfrei für Sefer. Jetzt heißt es ein Pokémon gegen drei. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Zwei. Was ist das? Ein böser Treffer. Was nun? Ein guter Treffer. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Unlichtbar kommt. Ach, schwerer Treffer. Wow, auf die Bretter. Welches Pokémon wird nun kämpfen? So. Ringfrei für Ento. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Die Luft brennt vor Spannung. Es erzeugt eine Rauchwolke. Seine Genauigkeit ist dahin. Was geht ab? Es geht ab. Leider daneben. Wichtig. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Was passiert jetzt? Man kann es spüren. Es hat geklappt. Was ist das? Der Angriff war nicht gerade effektiv. Der Arena-Fight geht weiter. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Was nun? Ja, es funktioniert. Was geht ab? Ein schwacher Treffer. Ein sehr rasanter Tag. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Oh, ich habe überlegt, bei Eis zu gehen. Bitte gehen Ammonitas, bitte gehen Ammonitas, bitte gehen Ammonitas, bitte gehen Ammonitas, bitte gehen Ammonitas. Okay, Chat, okay, hold on, hold on, hold on. Hold on. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Wir können Anton runterdroppen. Beide Trainer schicken ihr letztes Pokémon in die Arena. Die Reservebank ist leer. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Wie imagine, der hätte mich nicht gehornbohrt, ne? Gegen Anton. Was passiert jetzt? Gegen Anton. Deine Genauigkeit ist und Sandan hätte Bisasam ja immer gewonnen. Imagine, der hätte mich nicht mit Hohenbohr getroffen, dann hätte ich gewonnen. Straight up. Ziel wichtig. Verfehlt. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Was nun? Die Statusveränderung war erfolgreich. Gehen wir echt auf minus 6, Chat? Nein, oder? Was geht ab? Minus 6 ist es nicht. Ja, jetzt sowieso nicht. Oh, er macht genau 13 KP. Der Kampf wird immer intensiver. Okay. Wir gehen jetzt einfach für den Ice Beam. Freeze. Bitte. Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Aber guter Schaden, actually. 14 Damage. Bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss, bitte miss. Miss oder Laurel, miss oder Laurel, miss oder Laurel. Wichtig, 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 wichtig. Wir sind noch drin, Chat. Ein Kämpfer ist noch mit. Freeze, 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 freeze. Okay. Miss Laurel, miss, 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 miss.
einfach. Oh, wir sind noch drin, wir sind noch drin, wir sind noch drin, Chat, wir sind noch drin. Freeze, 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 freeze. Was passiert jetzt? Ihr Treffer hat kaum Schaden verursacht. Miss, 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 Icebee, miss, 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 miss. Okay, 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 okay. Freeze, 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 freeze. Yeah! Cinema! Kranke Scheiße. Kranke Scheiße. Was nun? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Kranke Scheiße, er kann nicht auftauen. Es ist nicht möglich in Gen 1 Chat. Kann man denn gar nichts dagegen machen? Beide Pokémon scheinen schwach zu sein. Der wurde gesepersweept. Gesepweept. Ein harter Treffer. Nein, es ist legit nicht möglich, Erik. Du kannst in der ersten Gen nicht auftauen. Wenn du eingefroren bist, ist tot. Außer du wirst von der Feuerattacke getroffen. Gratulation! Wir haben einen neuen Champion! Aber deswegen gibt's auch eine Freeze-Clause in dem Game. Du kannst nicht mehr als ein Pokémon freezen. Let's freaking go, Chat. Pam! Mauzi! MVP-Pair! Zambisa! Dadik! Mandaglu! Tilo Mangli! Opfer! Geil. So. Wir haken ab, Chat. Wir haben unser Dokument. Damit ihr checkt, was abgeht. Einmal Razorlove für Niki in den Chat, der mir das Dokument gemacht hat. Beziehungsweise mehrere. Machen einmal kurz. Warte, wir gehen kurz hier rein und gehen hier rein. Wir haken ab. Solid, danke, dass du Logos einen Sub schenkst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Sehr, 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 sehr appreciated. Dankeschön. Ganz dicker Kuss. Wir haben mit Lumanda sind wir in der Dings. Wir haben mit Bisasam gewonnen. Wir müssen nämlich ins Stadium, musst du mit allen Pokémon in die Hall of Fame. Weil, ja, warum denn nicht, ne? So. Dann haben wir es geschafft mit Mauzi und Dicta. Und Seper und Magnetilo. Und dann... Achso, warte, ich bin schon in dem Round 2 Run gewesen. Wir müssen hier rein. Haben den Pika Cup gewonnen und wir haben den... Der Petit Cup ist der Mini Cup, ne? Das ist schon der richtige, den wir gemacht haben. Ja, dann haben wir die beiden Cups abgeschlossen. Ja, das heißt, wir haben jetzt 14 Aufgaben erfüllt und sind offiziell bei 7% von dem Game-Chat. Let's go. Dann erhöhen wir einmal fix auf 7%. Let's go. Okay. Dann, wäre echt cool, wenn ich das in OBS automatisiere. Das kann ich echt später machen. Dann als nächstes, ja, kommen die Dings, ne? Die Pokémon Cups. Würde ich sagen. Pause fürs Mendel, kurz recollecten. Achso, verraten. Aber ist es so, dass der Pokéball Cup noch relativ easy ist und es wird später immer schwerer? Ja, ne? Also, dass wir die beiden Cups schon mal fertig haben, ist schon mal geil. Muss ich sagen.
Das heißt, im Pokéball Cup farme ich wahrscheinlich später die Hall of Fame Einträge, gehe ich mal von aus, ne? Gehe ich mal stark von aus. Easy, normal, hart, ultra hart, okay. Okay. Nehmen wir einfach mit, worauf wir. Ja, wir sollten schon so ein bisschen mit Strategie. Aber wir sollten keine Monster nehmen, die wir schon mal genommen haben, am besten. Wir müssen so Monster nehmen, die okay aussehen. Aber nicht broken sind, so aus Bisa-Knosp. Aber kann man machen. Nimm Arbok. Nimm Raupi. Nehmen wir ein Opfer mit immer? In so einen Cup? Texto können wir auch nehmen. Irgendein Water-Type, irgendwie sowas wie Enton oder so wäre cool. Sieht doch nicht schlecht aus. Gibt halt nicht so ultra viele Electric-Types. Das kann Voltoball. Keine Explosion, Donnerblitz. Vielleicht noch irgendwie so Rihorn oder so wäre vielleicht geil. Wobei Rihorn schon echt nicht schlecht ist, glaube ich. Aber wir nehmen den mal mit. Wir wollen ja auch nicht nur Opfer. Ist halt die Challenge, ne? Ist halt eine Challenge, die wir uns am Ende des Tages stellen. Die sind zwar einfach. Aber... ich glaube, das ist okay. Raupi sieht so scheiße aus. Hat der Anton Psychic Chat? Warum kann ich mir meine Pokémon nicht ansehen? Warum geht mein R-Knopf nicht? Mein R-Knopf geht. Warum geht mein R-Knopf nicht? Hatte der Konfusion? Das ist crazy, Aykox. Okay. Ja, try mal so. Spannung steigt. Ein Pokémon-Turnier in Pokémon Cup-Kategorie Pokéball steht kurz bevor. Gönn Giftgegner und kein Kampfgegner. Können es kaum noch erwarten, nice. Endlich um den Titel zu kämpfen. Nur eine 50-50. Alles klar, Nachi, bis gleich. Ja, juckt. Die erste Attacke. leider nicht. Erdbeben! Nein, das sieht gar nicht gut aus. Dänger. Das nenne ich einen Sexy! Irgendeiner, die geht nach doch Mew später, meine ich. Das ist crazy. Ja, wir müssen später unser Mew rübertraden von Gelb. Damit wir auch mit Mew den Hall of Fame Entry bekommen. Springfrei für das weibliche Nidoran. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Stell dir vor, du spielst das Stadium und du denkst so, es existieren nur 150 Pokémon und auf einmal kommt da so Mew und du denkst so, was? Wer? Who? Ein harter Treffer! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Boah, Erdbeben Leon geht aber schon hart. Dampframme schlägt zu! Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Junge, deutsche Siegfried. Man hat alle Gift-Pokémon mitgenommen. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Geil. Der Kampf nehmen die immer die ersten 3 mit? Wahrscheinlich nicht, oder? Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv.
sieht es aus. Perfekter Treffer. Kurselungus, Kuss. Das ist sehr, sehr sweet. Ich danke dir. Unglaublich. Danke für die netten Worte. Mit einem Schlag besiegt. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Asanati. Boah, check ich, Erik. Aber ich habe gerade ultra Spaß mit den Pokémon-Games. Die nehmen Mons abhängig von deinem Team. Nehmen die so die schlechtesten? Okay, was performt am schlechtesten? Die nehmen wir mit. Ja, fühl dich, Erik, fühl dich. Für einen Kampf erwartet uns wohl. Die zweite Runde. Da ist er. Zambisa. Fensagno. Fensagno. So ein geiler. Flammenwurf Glutex aber auch schon strong. Flammenwurf. Nein, das sieht gar nicht gut aus. In der ersten Fensagno meine Eier. Der Kampf beginnt actiongeladen. So. Okay. Illumagnet. Beide Pokémon gehören. Ist leider kein Steel-Type und wir haben leider keinen Schaufler. Das ist ja big. Ein harter Treffer. Dampfhammer. Ich sag später die 100er Cup-Sachen. Werden wahrscheinlich die einfachsten in dem Game sein. Es setzt Donnerwelle ein. Oh, es ist paralysiert. Ich feiere den Grind, Lorenz. Ich feiere den Grind. Oh, das ist wack, Lord. Das ist wack. Was passiert jetzt? Das war ein Wunderpunkt. Und Full Power. Es ist vollständig paralysiert. Der Arena-Fight geht weiter. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ja, check, Lord, das ist schon wirklich hard work. Ein schrecklicher Kreideschrei. Seine Verteidigung ist gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie wir später durch die Cups durchkommen. Und je nachdem, wie es läuft, ob ich später komplett verzweifle, müssen wir uns gleich in Gelb nochmal ein Team hochziehen. Mitten ins Schwarze. Und das war's. Wir werden mal reinschauen, Chat. Die Pokémon auf der Reservebank. Aber erstmal chillen wir. Erstmal ein bisschen chillen. Wisst ihr? Der aktuelle Stand erstmal ein bisschen chillen. Gegen Pokémon. Erstmal fahren wir ein bisschen die Hall of Fame Entries. Diese Samen sieht so cool aus. Ja, ein Treffer. Ja, so also für die Level 50er Cups und so weiter, Milch. So sieht es aus. Ne? Das war äußerst effektiv. Und die Dampframme schlägt zu. Das wird noch interesting. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Ja, glaube ich dir, glaube ich. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen dran sitzen. Aber ich freue mich drauf, ich habe da Bock drauf. Schon wieder so Kampf-Pokémon, was soll denn das? Ich habe nichts gegen die Kampf-Pokémon. Ist gar nicht so geil. Und, ja, wobei Raupi ist schon echt gut. Ja, sehe ich nicht. Ja, ja, genau. Also wir werden versuchen, so viel wie möglich, außer die Level 100er Cups. Die Level 100er Cups machen wir mit unserem Team, weil da will ich die, dass ich die Früchte davontragen kann, die ich da dort rein investiert habe. Aber sollten wir irgendwann bei einem Punkt, zum Beispiel bei einem Level 50er Kampf, komplett verzweifeln und komplett sich in die Lust am Leben verlieren, dann würde ich mir ein Team hochziehen. Angriff.
ein Treffer! Das macht gar nicht so viel. Oh mein Gott, bitte Mist. Hypnose! Arthur-Traum. Oh nein! Oh nein! Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Mach auf. Es schläft tief und fest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Spitzentreffer. Macht das viel. Sie sind full life. Sie denken sich wirklich nichts. Krank. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Mach auf. Oh, es ist immer noch gelähmt. Ja, okay, GG. Der Traumfresser. Verliere ich das? Boah, ist doch schon schwer mit so einem Kack-Team. Ein böser Treffer. Ist doch schon auf die Bretter. Ein bisschen schwierig. Ja, aber er könnte ja keinen Traumfresser einsetzen. Nun kämpfen. Das ist doch ein bisschen tricky hier gerade. So. Ja, doch, da hätte er keinen Traumfresser einsetzen können. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Ich hätte auch weniger Schaden erwartet. Der kann jetzt einfach dasselbe nochmal machen, oder was nicht? Was passiert jetzt? Okay, ja, schön. Dass ich den auch nicht mal two-shotte, ne? Bitte, Miss. Was geht ab? Es ist wieder eingeschlafen. Ja, ich hätte rauswechseln sollen eben. Das Nickerchen auswirken. Aber ich muss aufwachen. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Es ist nice. Schön. Sehr gut. Was nun? Wichtig. Leider daneben. Ein sehr rasanter Kampf. Was ist das? Ein guter Treffer. Befahrer. Es ist vollständig paralysiert. Nee, das ist im Stadium ist es ja fix mit den Sleep Turns. Oder nicht? Richtig wild. Donnerblitz. Schwerer Treffer. Schade. Es geht doch zu Boden. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Das Stadium ist 1 bis 3 Runden, ja. Ringfrei für Nebulak. Okay, gewinnen wir mit Voltoball gegen Nebulak, das wäre huge. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Sie begeben sich in Kampfposition. Ein kraftvoller Angriff. Dampfhammer. Kein Twit. Hauptsübel ist fein. Ein harter Treffer. Ja, okay, let's go. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Wie kommt denn das? Das hat gesetzt. So sieht es aus. Okay. Ein Kämpfer ist noch mit. Der andere scheint beinahe besiegt. Ein harter Treffer. Ich kann auch noch bestimmt recherchieren mit dem Schlaf. Ja, ein Treffer. Und das war's. Nur noch ein Pokémon. Herbstübel ist so ein Opfer-Move. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Achtung. Okay, der sollte mich nicht one-shotten. Das heißt, wir gehen für Stand ist 2 gegen Donnerblitz Explosion. Der Kampf geht weiter. Oder Donnerwelle ist, glaube ich, im Play. Ja, gut, Donnerblitz. Was passiert jetzt? Ein Spitzenfeld. Jo, das ist natürlich erfasst. Der hat mit mir drin um Donnerblitz bekommen. Den Stadium ist da auf 1 bis 3 Turns. Na gut, schade.
Ein sehr rasanter Kampf. Da hat sich das wohl erledigt. Steht es dort, Stormy? Wie kommt denn das? Ein guter Treffer. Hab wow, einmal gegoogelt. Ja, okay. Ja, nicht so einfach. Aber let's go! Der Kampf ist vorbei! Let's go! Geil! Leider kein Dings. Kein Konzept. Aber Voltball hat gecarried. Das heißt, es wird echt schwierig mit diesem Kack-Pokémon teilweise. Ich hätte super gern einen besseren Worte-Teil. Ja, ja, dass ich aufgewacht bin, war wirklich wichtig. Mein Junge, Sepia ist broken. Okay. Horn wie ich von 3 Uhr morgens. Die vierte Runde beginnt. Du Stern. Oh mein Gott. Ah, okay. Boah, die sieht so geil aus, ne? Ist okay. Ich kann straight up in dieser Knoss gehen und dann aussaugen. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Spring frei für dieser Knoss. Schaffler? Es klebt sich in den Boden. Wir sind schneller. Haben wir irgendwie Wachstum oder so ein Schiff? Sie scheinen ihre Stärke auszuloten. Geil. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Geil, 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 geil. Es verbessert seine Spezialattacke. Hier ist der Angriff. Dampfhammer. Okay. Hatten wir überhaupt Megasauger oder hatten wir Solar wie ein Rasierblatt? Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ah, okay, wir haben keinen Megasauger. Schade. So sieht es aus. Plus 1 mit Wachstum ist schon not bad. Wow, volle Kanne auf die 12. Lieber Arm ab als Horn drin. Das weiß ich. Ich finde den Blaumund auch richtig geil. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ring frei für Kabuto. Ich glaube, wir sind schneller, oder? Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Ja, Megasauger. Ja, ich sag, Rasierblatt ist schon strong. Also ist halt stark im Vergleich zu Megasauger. Was? 95 Genauigkeit? Was nun? Mit ich werde so betrayed. Ganze. Das ist crazy. Der Kampf wird immer intensiver. Moin, Kucha. Ich brauche für Pokémon Stadium 100%. Muss ich jeden Cup gewinnen. Ich muss die Arena-Leiterbuch machen. Ich muss alle 151 Pokémon in die Hall of Fame eintragen. Und es gibt noch Runde 2 Cups. Da muss ich den Dodo Tower anlocken, den Dodri Tower und ich muss den Hyper Difficulty at Kids Club freischalten. Da ist schon eine Menge. Das ist eine Menge. Da ist so ein Stadium, den Rick. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Wie kommt denn das? Nice, okay. Wie unser Continue. Das ist das Problem, oder wir bleiben ja. Mit einem Schlag besiegt. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Same, Vicky, same. Ich finde Same auch sehr geil. Big. Bigger. Next one.